Frau Dr. Winkler, welche Möglichkeiten gibt es denn bei der radiologischen Behandlung von Myomen? Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Myome durch sogenannte interventionelle Radiologen behandeln zu lassen. Das eine ist die Embolisation, eine Methode, die wir auch bei uns in der Klinik mit anbieten können. Da werden kleine Kügelchen über das Gefäßsystem an das Myom herangeführt und sollen dort die Blutzufuhr verstopfen, sodass das Myom quasi verhungert. Und die zweite Möglichkeit ist fokussierter Ultraschall. Das heißt, Ultraschall ist ja bekannt aus der Diagnostik, kann aber auch sehr stark gebündelt werden und dann gezielt in das Myom eingebracht werden und soll dort das Myom ebenso vernichten, denaturieren und damit zum Kleinerwerden anregen sozusagen. Was sind denn die Vor- und Nachteile dieser Behandlung? Der Vorteil ist, dass es auch keine Schnittbehandlungen sind. Das heißt also, es sind keine operativen Therapien. Der Nachteil ist, verglichen jetzt mal zum Beispiel mit Sonata, dass beide Optionen relativ schmerzintensiv sind. Das heißt, wir brauchen eine gute Schmerzbetreuung. Und die Ergebnisse sind auch wieder verglichen zu Sonata, so wie es die Studien uns erbracht haben, meistens nicht ganz so gut. Was ist denn in Bezug auf einen Kinderwunsch bei der radiologischen Behandlung zu beachten? Für den Kinderwunsch ist es insofern etwas schwierig, dass wir, was die Embolisation betrifft, zum Schluss nicht ganz hundertprozentig wissen, ob alle Kügelchen auch wirklich dort an das Zielort gelangen, wo sie hin sollen. Das heißt, das Gefäßsystem spaltet sich ja auf und es kann durchaus mal sein, dass Kügelchen da auch abwandern. Insofern ist es also für Patienten mit Kinderwunsch nicht unbedingt zu empfehlen, diese Methode wahrzunehmen. Beim fokussierten Ultraschall ist etwas abhängig davon, wo die Myome sitzen, ob die Behandlung überhaupt für sie in Frage kommen könnte.